Es ist Apfelernte im alten Land und ich war heute im Supermarkt und habe irgendwie Äpfel aus Neuseeland und Italien gesehen, die echt für ganz kleines Geld verkauft werden. Gestern waren in Hamburg 50.000 Menschen auf der Straße, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Das ist doch ein Widerspruch in sich, wenn so viele Menschen auf der Straße sind, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren, und unsere Discounter führen Obst und Gemüse aus dem Ausland ein, weil diese günstiger sind. Die ganzjährige Arbeit unserer Bauern wird von diesen Discountern mit Füßen getreten, indem sie einfach die Preise nach unten diktiert. Liebe Bauern, macht beim Protest mit. Das Grüne Kreuz ist schon mal ein guter Anfang. Die Grünen Kreuze sind ein stiller Protest von unseren heimischen Bauern. Und ich verstehe nicht, warum die Regierung nicht auf solche Einfuhren zu solchen Preisen reagiert und unsere heimischen Bauern nicht besser unterstützt. Stattdessen gibt es neue EU-Richtlinien und Vorgaben, die den Anbau noch teurer und noch aufwendiger gestalten. Ich kann nur an dich appellieren, kauf dein Obst und Gemüse direkt beim Erzeuger und boykottiere die großen Discounter mit ihrem Billiggemüse und ihrem Billigobst aus dem Ausland. Viele Grüße aus dem alten Land.